dass ihr da seid. Und zwar, ich habe einfach gedacht, heute hätte mein Vater Geburtstag. Und das wäre erst sein 67. Geburtstag und er hat sich sein ganzes Leben gefreut. Er sagt, wow, wenn ich mal ausschlafen kann, wenn ich machen kann, was ich will, dann mache ich ganz viele Reisen und alles Mögliche. Und jetzt kann er leider, jetzt kann er natürlich super reisen, weil jetzt ist er ein Engelswesen, jetzt ist er ohne Körper, kann überall gleichzeitig sein. Und ich glaube auf jeden Fall, er ist auf jeden Fall hier, weil das war eigentlich sein Leben. Die Schule, die UVE, das war sein Leben. Und hier hat er 32 Jahre lang seine ganze Energie reingesteckt und alle, die ihr hier seid, hat er irgendwie wie ein Vater seine Söhne, seine Töchter geliebt. Und darum dachte ich, wir müssen einfach hier was machen, oder was sollen wir an diesem Geburtstag machen? Das ist ja schrecklich, wenn unser Vater nicht mehr da ist. Meine Schwester hier, die Martina, mit den blonden Haaren, die weint auch jeden Tag am Grab, ganz schlimm. Und heute sind wir da gestanden, konnten es gar nicht fassen. Was aber wunderschön war, die Tage nach der Beerdigung von meinem Vater, die ganz besonders schön war, da habe ich immer wieder Leute gesehen. Zum Beispiel, ich glaube, als erstes habe ich dich gesehen. Genau. Kommt mal hoch. Doch, kommt mal hoch. Ihr seid Schuljahr 1986. Kommt mal hoch. Oder? 87? Keine Ahnung, auf jeden Fall schon ewig lang hier Abschluss. Komm mal hoch. Und zwar, sag mal, wer du bist. Heike. Alexandra. Alexandra und Heike. So, ich komme jetzt ins Grab von meinem Vater und denke, Mensch, was stehen da für schöne Ladies? Und ganz traurige Ladies, habe ich sie angequatscht, habe gesagt, Mensch, wer seid ihr? Wart ihr bestimmt Schülerin von meinem Vater? Und dann sagt sie, ja. Dann sage ich, was für ein Jahr? 88. Und dann ist mir sofort gekommen, die Alexandra, die kenne ich noch, weil die hatte 1988 die coolsten Cowboy-Boots. Und wir sind damals, 1988, ich war auch noch gleich alt wie ihr, wir sind also noch ganz jung, sind durch die DDR gefahren mit meinem Vater, mit einem DDR-Zug nach Berlin, nach West-Berlin. Und wir hatten alle am nächsten Tag ganz rote Augen, weil die Diesellok von der DDR hatte extrem Grobstaub und so weiter. Und dann hatten wir eine Zeit mit der Berliner Mauer, da kommen noch ein paar Bilder nachher, weil die Alexandra hat mir heute noch Bilder geschickt von 1988. Und dann hat eine wunderbare, die Sabine hier, guck mal her, Sabine, komm hoch, die hat nämlich dann auch an der Beerdigung von meinem Vater eine wunderschöne, so einen Nachruf gemacht. Und das ist unglaublich, du bist 1987, sag mal. Genau. Ihr seid also alles mitunter die Anfänge von meinem Vater. Nee, einer. Komm mal her. 83, komm mal her. Jetzt geht's richtig. Wie lange ist überhaupt Tamaya schon an der Ufer? Ey, jetzt frag ich mal die späten Jahre. Was schätzt ihr mal? Wie lange ist überhaupt schon hier an der Ufer? Ey? Was seid ihr? Was ist der Tisch hier? Was seid ihr für Jahre? 2010. Aber die 2011er kenne ich. Sehr gut. 2010. Was für eine Fach habt ihr gehabt? Physik. Wie war denn Physik? War gut, oder? Okay. Hat er Elektroschock mit euch gemacht? Auch? Das ist gut. Er hat nämlich hier mit John Hammond. Was haben wir hier überhaupt los heute? Ein Freund von meinem Vater ist der John Hammond, der hier sitzt aus San Francisco. Und der ist extra rübergekommen. Hey, John, come on, John. I'm doing this. I do a video if you talk something with the ladies on stage. It's a nice video. Und der John Hammond, der wollte zur Beerdigung kommen, aber von San Francisco geht es nicht so schnell. Und da hat er gesagt, okay, er möchte jetzt extra hierher fliegen, wenn wir in der Schule von meinem Vater sind, weil vor, glaube ich, 3 Jahren oder 2 Jahren waren wir hier, war er mit seiner Frau Jennifer hier in der Schule. Und dann hat er gesagt, er kommt rüber. Jetzt ist er von San Francisco nach New York, von New York nach New Jersey, von New Jersey nach München, von München hier und wohnt jetzt hier im Intercity Hotel 4 Tage. Und ist extra gekommen, um für seinen Freund Klaus Orgel zu spielen. Say hello, John. Guten Abend, meine Damen, meine Herren. Ja, danke schön. It's a big honor to be here. Klaus was a good friend of mine since 87. And I met Michael and Klaus, and he was a fantastic man, you know, he was the best. So,
It's good to see you all here, and I wish it was for a happier occasion, but we try to send some music up to Klaus in heaven, and thank you for keeping his spirit alive here. Dankeschön. Okay, here's Mecca. John, that's great that you're here. We're very happy to have you here. Interessant ist, das hier, wie heißt du nochmal? Mario. Mario, weiter? Marion Schulte, kenne ich. Die Namen kenne ich von meiner Kindheit. Und zwar, als mein Vater, das ist die allererste Klasse. So, jetzt kommt das Lösungsrätsel. Wann ist mein Vater in der Schule angefangen? 1981 waren wir seine erste Klasse, die 7D. Erzähl mal die Geschichte im Meerschweinchen. Dann sind wir in der 8. Klasse sind wir in den Augsburger Zoo gefahren mit dem Herrn Meier und dem Klaus. Und da waren so süße Meerschweinchen, ganz, ganz viele. Und dann sagt der Gärtner oder dieser Pfleger dort, also morgen werden die alle verfüttert an die Schlangen. Und wir so, okay. Ja, und dann hat es halt mal in der Straßenbahn ein bisschen gequietscht beim Reinfahren. Dann hat ein Vater gemeint, was ist jetzt? Und wir haben die Meerschweinchen mitgenommen. Spinnt ihr? Und morgen werden die Schlangen verfüttert. Und dann mussten wir natürlich wieder zurück. Das ist natürlich nett, dass wir da alle Meerschweinchen mitnehmen. Wir haben behauptet, wir haben einen vergessen, im Zoo, somit konnten wir wieder rein. Und dann haben wir aber doch eins behalten, das dann du bekommen hast. Mit Käfig. Ja. Unglaublich. Und wir waren mit ihm auch in London. Wir waren in London. Ja, in der 8. Klasse. War da der Stefan Thierer, Andreas Thierer? Ja, die Klasse sind wir. Ja. Andreas Thierer, Stefan Thierer. Also wir waren seine erste Klasse an der UVE. Und haben 83 einen Abschluss gemacht. Beim Herrn Dietrich dann damals. Leider, nicht beim Herrn Meier. Wahnsinn. Also das Interessante ist, damals war mein Vater ganz dünn. Also er war sehr, sehr dünn. Viel dünner als ich. Er war also so dünn wie ihr, so richtig gut durchtrainiert. Ganz dünn. Und er hatte, und das ist auch ganz, das glauben die heutigen Schüler gar nicht mehr, mein Vater hatte ganz spitze Schuhe angemacht. Ganz spitze Schuhe mit Absätze. Hinten so Absätze. Und dann hat er sogar mal weiße Schuhe gehabt, ganz spitz, und hat die Absätze auch weiß lackiert. Der war also sehr cool damals, mit seinem weißen Mantel noch ganz dünn. Und hat erst irgendwann dann, als diese Oink-Oink-Schuhe dann mit den großen Absätzen, da hat er irgendwie umgestellt auf diese Absätze. Und damals war er völlig anders, und er hat immer erzählt uns, dass diese Mädels von seiner Schule unter ihren Pullis, damals waren so weit die Pullis Mode, haben die Meerschweinchen dabei. Und wir waren kleine Kinder und hatten dann diesen kleines Meerschweinchen, das hieß August, bekommen. Schwarz war das, ja genau. Und das war, glaube ich, die allererste Klasse, unglaublich. Und hier, komm mal her, das ist die coolste, komm mal her. Das ist die rechte Hand von meinem Vater, das ist nämlich die Elif, komm mal her. Elif ist cool. Und zwar, da gibt es super Bilder, nachher seht ihr meinen Vater in einer kurdischen Hochzeit. Mein Vater war bei der coolsten Hochzeit aller Zeiten, eine kurdische Hochzeit in Neu-Ulm. Und die Elif wurde jahrelang von meinem Vater am Wochenende engagiert, um irgendwelche Sachen zu schreiben. Die hat ganz viele Sonntage in der UVE, ganz viele Texte für meinen Vater geschrieben, alles gemacht. Also ist deine Sekretärin. Du bist die Sekretärin von meinem Vater. Sag mal hallo. Hi, hallo zusammen. Und die Elif hatte eine super Hochzeit. Da mussten alle 120 Leute im Kreis tanzen. Und sogar mein Vater hat mitgetanzt. Das war vor 2 Jahren. Wie heißt das? Kevan-Palast, glaube ich. Na, genau. Und da waren so kurdische Musiker da und war richtig gut. Und Elif hat ein Hochzeitskleid an, richtig gigantisch. Und da war also außergewöhnliche Atmosphäre. Es war mitunter die schönsten Abende, der schönste Abend, was ich glaube ich noch weiß von meinem Vater, was er hatte. Und jeder von euch hat wahrscheinlich irgendeine Geschichte zu erzählen. Wenn ihr Lust habt, kommt einfach hoch und erzählt die Geschichte. Und in der Stunde machen wir einfach nochmal, wenn andere Leute da sind, ein bisschen Vergangenheit und hören vielleicht irgendwas. Und ihr seid deswegen hier, um einfach über die Vergangenheit zu reden, ob es eine schöne Schulzeit war. Und mein Vater einfach heute zu feiern. Und John, if you want, you play Happy Birthday. And we sing together Happy Birthday. Oh, das war in London. Das war vor 4 Jahren. Waren wir in London oder vor 6 Jahren auf der St. Paul's Cathedral. Das ist auch so eine Sache. In der St. Paul's Cathedral gibt es die Whispering Hall. Da ist es so leise, dass man alles hört. Also wenn man flüstert, hört man das. Und mein Vater hat diese Tröte dabei gehabt.
und hat dann in der Whispering Hall, wo ganz, ganz leise, also niemand reden darf, hat er kurz in seine Tröte reingetrötet. Und dann kamen sofort ganz viele Security und haben die Schüler alle geschimpft, aber die konnten nichts finden bei den Schülern. Und mein Vater mit seinem seriösen Sakko haben sie natürlich nicht geprüft. Und er hat das aber gemacht. Also er hatte immer, er war eigentlich auch, hatte wild, aber auch ein bisschen für Spaß und für nicht ganz, nicht ganz ernst schon zu haben. John, happy birthday! Okay. Okay. Happy birthday! Happy birthday! Er ist nicht leerer als
Ausüben eines Berufes, sondern es ist Berufung. Er hat es gelebt mit Leib und Seele und die Rückmeldung haben wir heute dafür bekommen. Es ist was ganz Besonderes, jemanden als Begleiter in jungen Jahren zu haben, der mit dieser Einstellung und mit diesen feinen Gedanken mit den Menschen umgeht. Er hat sich nicht selbst wichtig genommen. Er hat hingegen die Menschen, die ihm anvertraut waren und die Aufgaben, die ihm gestellt wurden, das war für ihn wichtig. Ich glaube, dass seine Einstellung auch mit seinem Glauben zu tun hat. Er war ein gläubiger Mensch und ein hochintelligenter Mensch. Ein gläubiger Intellektueller, könnte man sagen. Und ich bedauere sehr, dass ich jetzt, wo wir beide in Rente waren, dass wir nicht mehr Zeit miteinander verbringen konnten. Ich habe ihm öfter gesagt, wenn er seine Tochter im Raum Biberach besucht, er sollte doch mal in Föhringen vorbeikommen, wo ich wohne. Er hat es einfach nicht geschafft. Jetzt habe ich so mitbekommen, wie engagiert er war in vielen Bereichen. Ob es jetzt Schule war, ob es Hammond war. Er hat also alles eben halt mit vollem Engagement gemacht. Und das verstehe ich im Nachhinein, dass es nicht geklappt hat. Wir hätten uns sicherlich noch öfters getroffen. Und die letzte Begegnung, beziehungsweise den letzten Kontakt, hatten wir am 30.08., das war mein Geburtstag. Und wie sehr hätte ich mich gefreut, ihm heute persönlich zu gratulieren. Und ich tue es hiermit und ich weiß, dass wir dereinst an der gleichen Stelle sein werden. Ich freue mich darauf. Vielen Dank. Total schön, dass so viele Freunde da sind für meinen Vater. Das ist auch für mich total tröstlich zu sehen, was mein Vater für total unterschiedliche Leute aus allen Jahrzehnten gekannt hat. Aber eines ist immer das Gleiche, die sind alle sympathisch. Und darum hole ich jetzt auch diese drei Jungs hier auf die Bühne. Die Mädels haben gesagt, das ist ein Risiko. Die Jungs, die sind gefährlich, aber kommt mal hoch hier, komm her. Das sind spezielle Freunde von meinem Vater auch. Und dann hole ich noch die Jenny hoch und dann den Achim Junior. Und dann könnt ihr noch alles leer trinken, was hier da ist. Okay, wie? Hör mal, du musst anfangen. Genau, du bist ein Ernst. Hallo, wir waren die Abschlussklasse 2005. Also wir haben beim Meier 9. Klasse bekommen. 9b waren wir. Und das erste Jahr sind wir gleich auf Oktoberfest gegangen. Also im Museum, also in Strechen. Das war immer lustig, weil wir den und wir erleben. Ja, und dann in der 10. ein Jahr später sind wir nochmal auf Oktoberfest gegangen. Das war also ein Erlebnis. Und einmal zu meinem EC zurückgefahren und da wusste ich dann eigentlich auch nicht, dass ich mit dem EC zurückgefahren will. Und sonst, da waren wir in London, Abschlussfahrt. Also der Busfahrt war länger wie von München nach London. Und da war ich immer witzig und dann haben wir immer Englisch viele Lieder gesungen. Zum Beispiel Ebony Ivory. Habe ich am Anfang darunter immer gesungen. Ja. Und in Technik waren auch gute Lehre. Abschluss, haben auch Projekte. Hat auch uns sehr viel geholfen, wie die Schaltungen und alles funktionieren. Und dann im Mai habe ich auch eine 1 in Technik bekommen. Ja. Und es ist schade, dass ich niemanden getroffen habe. Letztes Mal, als ich gesehen habe, war ich in der Schule, war ich mal zum Besuch da. Hätte ich gewusst, wäre noch mal gekommen. Ja. Guten Abend zusammen, ich bin der Stefan. War in der Abschlussklasse 2006, glaube ich. Ja, müsste hinhauen. Ich war eher so ein Problemkind in der Schule. Ich war eigentlich schon in der Abschlussprüfung zum Durchfall verurteilt. Mir hat eine 1 gefehlt in Technik. Damit ich einen Zweier bekomme, damit ich die anderen Fünfer ausgleichen kann.